So, erstmal der weg. Oh shit, voll reingerannt. Na, verdammt. Man konnte es ja mal auf die Rambo-Methode probieren. Wir haben ja einen Speicherpunkt hier. Ja, ja, mach los. Ich probiere es nochmal so, weil es spaßig ist. So, da haben wir die nämlich schon mal weg hier. Nehmen wir die Schrot her. So, hey Pauli, alles fit bei dir noch, ja? Und ich bin auch gar nicht getroffen worden, sehe ich gerade. Das ist natürlich geil. Nix da, mein Freund. Nix da. Hey Pauli, was machst du denn? Du versauchst doch alles. Ach, ich will erstmal mich heilen hier. Dit hab ich nötig. So. Es geht noch höher, na super. Oh, hier ist keiner mehr, oder? Ach, hier ist bloß noch Sam, okay. Ist hier einer? Nein. Gut. Hey, Sam! Sam, was haben Sie mit dir angestellt? Ist alles in Ordnung? Aber nur mal wieder zur falschen Zeit. Das kannst du ja gut. Nicht besonders gut. Okay, okay, okay. Halt durch, ich hol den Laster, wir bringen dich zu einem Arzt. Du schaffst das, Sam. Tom, warte hier mit ihm, ich bin gleich zurück. Keine Angst, Sam. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Klar. Wirklich? Keine Ahnung. Müssen wir jetzt hier verteidigen? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Na toll. Kommen jetzt hier tatsächlich welche? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, oh Gott. Naja, ich warte ja einfach. Aha. Na komm schon. Mensch. Dass er mir aber auch gleich wieder entwischen musste, der Mistkerl. Ach. What, what, what? Shit, Pauli! Komm, lauf! Ah, verdammt, 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 verdammt! Von wo, von wo, von wo? Da! Das war's für dich. Ach, gut. Mein Gott, das war ein Massaker! Puh! Was für eine Nacht, Mann! Anscheinend möchten sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst hier Wache. Sam, ich bin es, Pauli. Komm schon, wir fahren nach Hause. Wir fahren zum Arzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Mich wahrscheinlich irgendwo erkältet. Sieht so aus, deine Nase läuft ein wenig. Sam, ich bringe dich nach hinten. Tom ist bei dir. Nur für den Fall. Okay. Unschön aussehen, Tom, der Erkältung. Geh mit ihm und halt die Augen auf. Ach, natürlich. Da ist eine Thompson, falls du sie brauchst. Ja, alles klar. Schön. Ich mag die Thompson. Sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Da hinten ist eine Thompson und etwas Munition. Geh hinter den Kisten in Deckung und pass auf. Schieß, sobald sie hinter uns sind. Lass sie auf keinen Fall an uns vorbei. Yippie, skippy. Und mal wieder ein bisschen Ruhe. Weiter geht's. Na, das war eine ganz schön knappe Kiste gerade hier mit Pauli gewesen. Hätte ich gar nicht gedacht. So, das war's schon mal für den. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Immer auf den Fahrer schießen am besten, dann bleibt die ganze Kiste stehen und die Sache ist erledigt. So, wenn wir es bei dem anderen auch noch schaffen, dann müsste ja eigentlich Ruhe sein, oder? Es waren ja bloß die zwei. So, mal schnell nachladen hier.
Na komm schon. Trau dich, du Mistsack. Jawohl. Jawohl, jawohl. Wir haben die Fahrer erwischt. War's das schon? Das wäre geil. Aber sieht ja ganz so aus, oder? Ah ne, da hinten. Ach Mann, schade. Ich habe mich zu früh gefreut. Da haben sie wahrscheinlich einfach mal den Fahrerposten geräumt. Oder es sind halt mehr als zwei. Hui! Na sowas, so ein Spaß. So, Magazin raus. Ah, wir haben es schon geschafft. Super. Das war ziemlich einfach jetzt. Und dann schmeißen wir den guten Sam mal beim Arzt raus. Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und decke den Doc. Na klar. Sam, wir sind beim Arzt. Hey Sam, du blutest da. Du hast da was am Ohr. Und an der Nase und am Kinn. Gott, sind Sie das, Polly? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Tom. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Eine schöne nasale Stimme hat er. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Das ist schön, dass Tom... Wenn du verletzt wirst, ja, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Supi. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Das ist schön, dass Tom nach 3 Jahren noch mal den Arzt kennenlernt. Jetzt möchte ich endlich wieder Stille haben, bitte. Der Regen ist nervig, nervtötend. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer gehen können als Sam. Da wenn ich den was. Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwang Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung, also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Was? Wessen Stimme war das denn jetzt? Ja, wir haben es jedenfalls geschafft. Auf zum nächsten Level. Puh. Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber lief besser als die letzte. Fahrt zurück zu Serieres Bar oder schau auf den Weg bei Lukas Bertone vorbei. Das werden wir doch gern tun. Ups, falsche Taste. Schauen wir mal, was der Lukas mal wieder für uns hat, was er uns mal wieder zeigen möchte. Boah. Müssen wir uns doch nochmal durch den Regen halt bewegen, was soll's. Aber es interessiert mich jetzt, was der Lukas uns noch zeigen kann. Das haben wir uns verdient, würde ich denken, nach der schönen Schieß-Action hier. Gut im ersten Versuch gestorben, weil diese blöden Arschgesichter da aus den Türen rauskamen, aber im zweiten Mal haben wir es ja geschafft. Auch wenn die irgendwie unkaputtbar wirkten, da konnte man ja mit Geschrot reinballern, wie man wollte. Die haben ja noch ewig gestanden, die Kerle. Und ich muss sagen, 60 km/h sind gar nicht mal so schnell. Fahre ich überhaupt richtig? Ja. Gut, gut, also hier vorne einfach der Straße folgen, der großen. Jo. Machen wir. Hallo, Officer. Und die Kälbekasten selbst um die Uhrzeit unterwegs. Willst du mich denn rollen? Ja, die Morellos und die Bullen, die haben da schon ganz schön heftig zusammengearbeitet und irgendwo muss da eine Ratte sitzen, nicht wahr? Und man weiß es nicht so richtig. Man munkelt, aber man weiß nicht so richtig, wer es denn sein könnte. So, und hier vorne haben wir mal irgendwo links abbiegen. Dass der Lukas selbst um die Uhrzeit noch wach ist, der hat echt nichts zu tun, der Kerl, habe ich das Gefühl. So, guck mal. Ja, müsste so halbwegs auf dem Weg sein. Da vorne nochmal links, rechts und dann sind wir da. Cool, es ist ein Herr, nicht doch.
Ich glaube auch mit dem Zielen, ich habe jetzt mal mein Mauspad weggenommen. Ich glaube, jetzt klappt das besser mit dem Zielen. Da bleibe ich nicht mehr ganz so hängen hier. Und schön, dass es jetzt auch mal wieder halbwegs flüssig geht. Da ist es doch schon viel angenehmer zuzugucken dabei. Hey Lukas, alles fit bei dir. Hallo, hallo. Ah, Tommy, du kommst genau richtig. Ein Informant hat mir gesagt, dass es die Bullen auf einen meiner Freunde abgesehen haben. Ach nee. Mann, wir müssen ihn so schnell wie möglich warnen. Sein Haus ist in Hoboken. Kannst du das erledigen? Okay, Lukas. Wenn's sein muss. Warne Lukas, Freund. Super. Und ich habe gerade schon das Auto gesehen, das wir gleich knacken können. Glaube ich zumindest. So, Hoboken müsste die Richtung sein. Jupp. Da, wo wir gerade herkommen. Toll. Ganz große Klasse. Aber wir haben zum Glück ein halbwegs schnelles Auto. Da machen wir mal hier die Geschwindigkeitsbegrenzung raus. Und bremsen halt einfach, wenn ein Bulle on site ist. Ja, da ist einer. Wollt ihr mich verarschen? Um die Uhrzeit rennen die noch hier zu Fuß rum. Ich meine, wenn da einer mal mit dem Auto vorbeifährt, gut, aber zu Fuß. Wir machten um die Zeit freiwillig Fußpatrouille. Jam, 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 jam. Aber die Zeit ist echt knapp bemessen hier. Also das ist ganz schön bitter. So. Na ja, gut, soweit ist es ja auch nicht. Was haben wir denn? Ist das eine oder sind das zwei Minuten, ist jetzt die Frage. Naja, egal. Ist hier vorne ein Bulle? Nein. Gut, wäre jetzt auch sehr kontraproduktiv, muss ich mal so zugeben. Komisch, das ist gleich viel unaufgeregter, wenn die Frames wieder mitspielen. Wobei auch das andere eine sehr schöne Herausforderung ist. Ja, das sieht gut aus, das schaffen wir. So, wo ist denn der Kerl? Soll doch genau hier sein, oder? Ah ja. Was ist? Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Ja. Lukas Bertone schicken. Du musst abhauen. Die Bullen sind hier unterwegs. Verdammt. Dank Lukas von mir. Und dir auch. Ich gehe zur Hintertür raus. Da sieht mich niemand. Viel Glück. Jo, schön. Fahr zurück zu Lukas Bertone. Das machen wir gern. War ja doch ganz easy peasy, muss ich sagen. Machen wir wieder die Geschwindigkeitsbegrenzung rein. So. Und dann zurück zu Lukas und dann kann er uns mal zeigen, wenn man diese kleine Knutschkugel da aufmacht, die wir schon gesehen haben in der Garage. Mensch, ich hätte nicht gedacht, dass die Aufträge sich so ziehen. Ich hatte irgendwie das kürzer in Erinnerung. Aber es ist ja doch ziemlich lang eigentlich so, wenn man Mafia spielt. Hatte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist so ein Projekt für zwischendurch, aber ja. Sollte doch eine respektable Länge dann erhalten letztendlich das Let's Play. Keine Ahnung, bei der wie viel Folge wir mittlerweile sind. Mal schauen. Vielleicht so 20 oder so? Keine Ahnung. Ich schätze jetzt bloß. Weil ich zugeben muss, ich nehme ja hier ordentlich auf Konserve auf, gerade weil ich einfach nicht so viel Zeit haben werde. Jetzt in den nächsten Wochen. Und da ist jetzt gerade erst die erste Folge rausgegangen. Jetzt gerade, wo ich das aufnehme. Gestern habe ich die erste Aufnahmesession gemacht. Heute ist diese zweite Mega-Aufnahmesession dran. Und nein, vorgestern war das mit der ersten Aufnahmesession, glaube ich. Ja, und dann habe ich nämlich erstmal ein bisschen auf Lager und kann euch das jetzt so nach und nach raushauen. Beziehungsweise habe ich es schon rausgehauen, wie ihr das hier sehen werdet. Denn der Bachelor schreibt sich nicht von alleine, ne? Aber ich will ja auch meine Let's Plays rausschieben. Und es ist ja doof, wenn ich zwischendrin einfach mal eine Woche Pause mache. Ich meine, das machen andere auch. Aber das wirkt irgendwie blöd, finde ich. So. Lukas, zeig mal her, was kannst du denn Schönes uns zeigen? Ach, so schön leise in deiner Garage. Hallo. Und, was ist? Ging alles klar. Er hat sich bedankt und ist dann abgehauen. Ach, Gott sei Dank. Ich habe eine Belohnung für dich, Tommy. Ach so, ich muss mitgehen. Okay. Na, große Überraschung. Das ist unser Wagen, unsere Belohnung. Hat so ein bisschen was von Käfer, ne? Zeig mal her, wie öffnet man den Käfer? Der ist brandneu. Sieht anders aus als alle anderen Wagen. Ja. Das erste Modell mit aerodynamisch geformter Karosserie. Sieht scharf aus, finde ich, aber manche Leute sind nicht beeindruckt. Naja, Hauptsache er schnurrt wie ein Miezekätzchen, was?
Also ich finde ihn auch hässlich. Diebstahlfreundlich ist er. Einfach diesen Draht hier reinstecken, das war's. Ein Typ in Oakwood hat genau die gleiche Karre. Er parkt sie vor der Garage neben seinem Haus, verstehst du? Sehr gut, danke. Supi.